Hallo Leute, willkommen zu dieser etwas anderen Folge heute. Leider ist mir die Tonspur von der Audio-Sache, also von meiner Stimme, vom Originalpart, leider verschollen gegangen. Beziehungsweise ich habe sie, glaube ich, gelöscht, als ich das Ganze gemacht habe und habe nicht gemerkt, dass ich sie nicht gespeichert habe. Und deswegen muss ich den Part leider nachkommentieren. Ich finde sowas ja immer ziemlich ätzend, aber was sein muss, muss sein. Den Part ist glücklicherweise sowieso nicht allzu viel passiert, wenn ich mich erinnere. Das ist die Aufnahme, müsst ihr wissen, jetzt 3-4 Wochen her. Ich habe das Zelda-Finale ja voll rausgehauen in den letzten Wochen, wenn ich mit Zelda durchkomme. Und leider ist Banjo deswegen ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber das möchte ich jetzt ändern und deswegen wird Banjo auch jetzt ein bisschen wieder weitergehen. Wie ihr seht, suche ich mir gerade die Reste der Treasure Trove Grove. Haben die es auch ziemlich schnell geschafft, sogar ziemlich zügig, muss ich sagen. Haben jetzt natürlich alle Puzzleteile. Und ich glaube, wir suchen noch bei Gingers, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Müssen wir den Partner mal nachgucken. Wie gesagt, die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Und ich kenne natürlich auch nicht alles im Kopf behalten. Auf jeden Fall weiß ich gerade nicht. Ich weiß gerade echt nicht, wie es da weitergeht. Das ist halt nur ein bisschen Backtracking. Die Folge ist jetzt auch nicht so mega wichtig. Ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, wenn wir jetzt in so einem Endkampfsituationsmäßigen Level gewesen wären. Das wäre noch deutlich dümmer gewesen. Und den Text hier kennen wir ja schon alles. Wir haben ja die ganze Geschichte mit dem Piraten, mit dem Piratenwalross haben wir ja schon gemacht, ein Part vorher, oder ganz viele Parts vorher. Wir haben uns ja relativ lange im Treasure Trove Grove aufgehalten. Ich musste das herausfinden, wir haben nicht mal mehr so ganz so mega mäßig viele Parts vor uns. Also weltmäßig sind wir eigentlich ganz gut in der Zeit. Was mich erstaunt, weil normalerweise dauert so ein 64 Titel bei mir ziemlich lange. Banjo dauert ja bei mir auch relativ lange, aber ihr müsst ja mal bedenken, das ist ja nach wie vor ein Bleibprojekt. Und diese Bleibprojekte sind ja, also mir persönlich machen sie mega viel Spaß, vor allem weil ich die Spiele ja so neu erkennen kann. Majora's Mask hat extrem viel Spaß gemacht und etliche andere Spiele auch. Ja, ist verständlich. Ja. Weiß jetzt nicht, ob ich das Gold nochmal einsammle. Das würde ich den Vergangenheits-TK gerne noch mal fragen. Ich muss wissen, das ist so ätzend nachzukommentieren. Du kannst gar nicht vernünftig zocken. Du guckst dir einfach nur zu, wie du alles verkackst. Und vergeigst. Und scheiße bist. Und das siehst du alles. Du kannst da nichts gegen tun. Naja, könnte ich auch so nicht viel gegen tun. Und da bin ich nochmal reingelaufen. Das war eine Glanzleistung von mir. Da hat er seine Goldbarren wieder. Und da ist er wieder reich. Ja, warum nicht? Ich hätte es auch jetzt nicht so ganz spät Abend gemacht. Ihr müsst wissen, das ist mein erster Urlaubstag. Ich habe jetzt nur 2 Wochen. Ja, es ist für mich nicht mehr so wie die Schule, wo ihr 6 Wochen habt oder so. Und deswegen muss ich die Zeit ein bisschen nutzen und nehme wahrscheinlich viel. Hoffentlich viel auf von Banjo und Pokémon Mr. Dungeon, was ja jetzt ein neues Projekt auf meinem Kanal ist. Könnt ihr gerne mal reingucken, wenn ihr wollt. Zwing ich euch aber nicht, wenn ihr keine Pokémon-Freunde seid oder Pokémon-Fans und mehr wegen Banjo hier seid, dann zwing ich euch nicht dazu. Könnt ihr gerne machen, was ihr wollt. Ist ja eure Meinung und eure Entscheidung. Wenn ihr vorbeigucken werdet, wird es aber trotzdem erzählt. Provokante Schleichwerbung. Ja, yes, sowas sieht man natürlich gerne auf YouTube. Vielleicht hätte ich mit euch gerne über ganz andere Themen. Zum Beispiel, was haltet ihr von den Kommentaren? Sowas wie, ey, guck mal bei meinem Kanal vorbei, voll krasse Videos und so, mega Beste und alles. Ich muss sagen, ich mag die Videos nicht. Also, ich mag diese Kommentare nicht. Anscheinend haben wir die Treasure Trove drauf abgestanden, das ist schön. Ich
Ich mag solche Kommentare einfach nicht. Die sind kacke. Das Einzige, was eventuell okay ist, wäre eine lustige und kreative Art von dieser Werbung. Da habe ich letztens einen gefunden. Leider war die Videos jetzt nicht so interessant. Ich finde, der kommentiert ganz, ganz komisch. Hat ganz, ganz komisch ein Gespräch oder auch aus seinem Privatleben. Ich weiß nicht, wie ihr es bei mir empfindet. Ich kriege ja sowieso nicht allgemein nicht ganz so mega viel von meinem Privatleben. Ich glaube, ich werde damit auch nicht anfangen, YouTube und Privatleben so ein bisschen zu trennen. Ist für mich heute so relativ wichtig. Aber der hat sehr viel von seinem Privatleben erzählt und sehr, sehr komische, bizarre Themen erzählt. Ich werde den Kanal jetzt natürlich auch nicht nennen. Ich möchte die Chance geben, dass das ein bisschen. Ja, den habe ich halt in kurzer Zeit abonniert, weil mich die. Der Kommentarstil anfangs doch noch gefallen hat im ersten Part. Und der Kommentar war halt sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr kreativ. Habe ich auch mal Feedback geschrieben beim ersten Part. Ja, aber sonst. Was soll man sagen? So toll war er jetzt auch noch nicht. Und da gibt es halt etliche davon. Noch schlimmer finde ich halt die ganzen Bikef-Kanäle. Aber von denen möchte ich jetzt nicht unbedingt viel reden, nur dass ich sie halt ziemlich ätzend finde, weil sie doch nur ein Spielprinzip haben. Da muss ich mittlerweile meine Lanze brechen. Pokémon Spiele sind mittlerweile nicht viel besser. Es gibt etliche Pokémon Let's Player, die einfach nur kopieren und selber machen und die halt etwas größere. Ich hoffe, dass ich damit einen Weg ein bisschen gefunden habe. Ich weiß nicht, das könnt ihr besser beurteilen als ich. Ich bin ganz schlecht im Einschätzen von mir selber. Ich will euch ein Rezept verraten. Ich mache den besten Bärenbraten. Ja, Gotilda, Gotilda, Gotilda. Alte Schlawiderin. Aber wir sind sogar wieder zurück zur Spiral Mountain gegangen. Also der allerersten Etappe unserer langen. Erschwerliche Reise in Banjo-Kazooie. Ich glaube, wir sind auch dabei, so ein bisschen die Honigwaben zu sammeln. Zu gucken, wo sie sind. Ich glaube, die eine war ganz, ganz nett und schnell versteckt, die uns fehlte. Das ist wichtig, wenn ich mich nicht recht täusche von diesem Part-Inhalt her. Von diesem Part jetzt her, die ich auch gerade gucke. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Müde bin ich auch noch. Tut mir leid, wenn ich gerade so ins Mikrofon gehe. Wie gesagt, erst beim Urlaubstag ans Wochenende ran. Ist halt ein bisschen schwer, da wach zu bleiben immer. Aber ich gehe danach auch pennen. Ich hoffe, dass sie bis zu Dungeon Part 4. Dass der hochgeladen ist, sobald ich den Part hier nachgesprochen habe. Ja. Ich überlege auch gerade, was ich noch als Themen so mäßig erzählen kann. Vielleicht könnte ich mal eine kleine Zwischenphase von diesem Spiel ziehen. Also bisher gefällt mir das ganze Spiel ganz gut. Hat ein netter Plattformer aus den 90ern. Beziehungsweise ein bisschen noch 2000, dem neuen Jahrtausend, so. Ich habe solche Spiele ja damals sehr geliebt. Insbesondere die ganze alte Spyro-Reihe, von Spyro 1 bis halt Spyro 3. Wobei Spyro 3 also am meisten, die anderen beiden hatte ich halt nicht wirklich, die habe ich nur bei Freunden gespielt. Und da sehe ich gerade, dass die sehr nämlich versteckt ist. Und ja, halt, das war so die Zeit der großen Plattformer und der großen 3D-Innovation. Und Banjo sticht da halt sehr stark raus. Ein komplett anderer Humor, nur nicht so krass wie Conker halt. Conker habe ich übrigens auch noch vor jemandem zu Let's Playen. Kleine Anekdote an dieser Stelle. Aber ich muss sagen, es ist ein grandioses Spiel. Also echt jetzt. Also ich finde es immer noch tragisch, dass. Einfach wie Microsoft das gute alte Rare Studio aufgekauft hat. Ich denke mal, wenn Banjo und Conker und Co. bestimmt werden noch neue Videospielcharaktere dazugekommen. Wenn die heute noch zu Nintendo gehören würden, wären die bestimmt auch als Smash Bros. Charakter geleakt worden. Oder halt dazu getroffen.
was leider nicht mehr möglich ist, da es halt kein so mäßiges Fortschritt gibt an dieser Stelle und es wahrscheinlich auch nie geben wird. Leider, bedauerlicherweise. Aber was soll man machen? Und da ist mein Bildschirm ausgegangen, weil nichts passiert. Aber das sollte euch nicht stören. Ja, ich weiß auch gar nicht, was wir noch groß in diesem Spiel machen. Und es tut mir leid, wenn ihr so ein kleines Knacken immer im Hintergrund habt. Das ist mein Stuhl. Ich brauche unbedingt mal einen neuen. Der, den ich jetzt habe, der ist halt, der knackt halt sehr stark, wenn ich mich nach vorne lehne und so. Deswegen könnt ihr immer sagen, der hat sich ja auf dem Stuhl bewegt, sobald ich mich hinten knacken hört im Hintergrund. Ja. Lässt sich so großer sagen, ich bin halt gerade ein bisschen dabei, halt ein paar Gesprächsthemen aus der Nase zu pulen. Wobei es ein verlockendes Angebot gerade in der Nase zu pulen, weil das ist sehr langweilig, ohne Ton bei jemandem mitzuschauen. Deswegen finde ich Playthroughs sind so die langweiligste Kacke, die man auf YouTube irgendwie gucken kann. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt ein paar, die das von meinen Zuschauern bestimmt auch, die das gerne schauen. Ich gehöre definitiv nicht dazu, ich finde nichts Langweiligeres. Das Einzige, wo es okay geht, ist es bei Speedruns und bei solchen kleinen Lischeres mäßiges, wo man echt noch ein paar Bugs lernen kann und das alles. Da geht's auch okay. Ach ja, wir haben ja die wollte jetzt hier mit dir zu und nur ein bisschen Tool zu machen, aber es wird Problem geben, das könnt ihr ja gleich sehen. Meine Nase ist leicht verstopft. Naja, so extrem wie zu Position jetzt auch nicht. Bomboma, geh gleich am Ende. Bären drehen in der Luft zurück. Was? Zauber alle Bärchen wieder Bär! Ja, das ist auch noch so eine kleine Sache, die ich halt im Spot gemacht habe. Ich meine, so wichtig ist der Part jetzt nicht, ich hätte auch einfach löschen können. Aber dann würde was fehlen wiederum und das möchte ich nicht ganz so gerne. Außerdem ist es ja wenige Minuten gepackt. Und dieselben Fehler wie damals bei deiner Pokémon-Aufnahme möchte ich auch nicht machen. Damals bei der halt dieser besagten Aufnahme habe ich halt nebenbei DS gespielt, was natürlich super streng ist, um nicht langweilig zu bekommen, aber für das Commentary war es jetzt nicht ganz so geeignet, weil ich habe mich nicht mehr aufs Spiel konzentriert als auf die Aufnahme, die nebenbei gelaufen ist. Und da muss ich mich mal durchquälen für diese Dummheit, dass ich die Audiospur einfach gelöscht habe. Ich muss ja sagen, also man sitzt echt krass lange an diesen einzelnen Wellen. Man sieht das ja an diesem Timer, wie lange man in etwa dafür gebraucht hat. Und dann scheint es jetzt wie das Kost auf Klinkers Travel. Ich glaube, der fehlt ja echt. Wenn ich müde. Also, zum einen die Puzzleteile fehlen natürlich. Und die Noten. Das sehen wir ja gleich nochmal. Oh, ich würde so gerne ins Bett gehen. Aber da ich möchte, dass er schon nächste Woche eure Platz langsam wieder bekommt von Banjo und ich morgen es mich halt vorrangig aufs Aufnehmen konzentrieren möchte, geht es nicht anders und ich muss heute noch kommentieren. Leider. Ich muss auch sagen, ich renne meistens, wenn ich Smash Bros. Spiele. Ich habe mir jetzt Sonic Adventure 2 geholt, was ich leider nicht spielen kann, weil es halt auf Steam läuft und es hat übrigens anfangs richtig Probleme gemacht. Mittlerweile funktioniert das alles, aber ich kann halt nicht spielen und rennen gleichzeitig, das läuft zu meinem PC viel zu schlecht. Ich weiß nicht, Let's Player unter euch wissen es vielleicht, aber es gibt auch halt welche, die haben so einen guten PC, dass sie halt beides können. Sogar die High Definition Dinger, die top aktuellen Blockbuster Games,
die ich natürlich nicht Let's Playen kann, weil sie zum einen mega groß sein werden, denke ich mal. Ich denke nicht, dass man da unter Megabyte kommt. Ich meine Gigabyte natürlich. Und zum anderen, ich kann halt beides rettern. Ja, das war ja gerade der Anfang des Gesprächsthemas. Ich weiß nicht, ob es Let's Player-Kollegen von mir gibt. Ich weiß, dass Mausers kann, weil der einfach zwei Rechner hat. Also, der hat sein Laptop und seinen richtigen PC. Und daher kann er's. Ich kann es leider nicht. Ich habe halt nur ein altes Netbook von damals und mein HPC. Und das Netbook ist so scheiße. Das habe ich damals halt kaputt bekommen durch sämtliche Emulatoren. Was dem vorher nicht ganz so gut getan hat. Es gibt da natürlich noch die Alternative. Ich kann es vielleicht sogar auf dem Handy rendern und hochladen, aber das ist doof. Lass ich mal noch die Zukunft vielleicht irgendwas sagen, was ich so geplant habe nach Banjo? Ich glaube ja sogar. Also nach Banjo habe ich auf jeden Fall noch was vor mit euch. Und der andere steht ja noch ganz, ganz fest, natürlich, die Kingdom Hearts Reihe. Ich komme nicht nach Banjo, aber irgendwann werde ich sie wohl nochmal starten wollen. Aber das dauert noch. Vielleicht wissen es einige von euch noch, dass ich mal Kingdom Hearts 2 gestartet habe. Aber Kingdom Hearts 2 war nur so eine Sache, ich hätte es auch relativ gerne weitergemacht. Mache ich auch noch bald, ich weiß noch nicht wann. Aber ich werde mir dafür nochmal die DVD bzw. die CD nochmal holen müssen, das Spiel allgemein, weil nämlich meine PlayStation 2 Version kaputt gegangen ist, was man auch im Part definitiv gesehen hat. Sämtliche Ruckler und Videospiel Cutscene Ruckler, die kamen nicht ungefähr von dem schlechten Hardware-Sound, ich meine von der schlechten Qualität des Spiels, dass sie das schlechte Management haben, es kam einzig und allein von meiner CD. Mittlerweile bin ich auch wieder ganz bewandert, was Kingdom Hearts 2 angeht, da ich gerade den 2.5 Remix auf der PlayStation 3 nochmal durchspiele. Jetzt kann ich es ja mittlerweile, jetzt habe ich mir auch Kingdom Hearts 1.5, was ich mittlerweile durch habe, geholt. Ich überlege auch, ob ich nicht irgendwann mal Kingdom Hearts 1 noch Let's Playen soll. Das wäre ganz schnieke, weil einfach dieser Teil. Genau, Kingdom Hearts 2 ist um einiges großartiger. Aber Kingdom Hearts 1 lässt sich definitiv auch sehen. Und deswegen ist es natürlich lohnenswert, dass wir diesen Teil auch Let's Playen werden. Irgendwann ein paar Jährchen. Geplant ist auch und noch fest, ganz ganz fest ist Super Mario World, einige Zelda-Titel, insbesondere Wind Waker freue ich mich tierisch drauf, ist aber jetzt auch nicht so lange her, dass ich halt den Klassiker gespielt habe. Ich habe nämlich, bevor halt das 3D-Remake angekündigt wurde, hatte ich halt das Original Wind Waker Gamecube-Spiel. Da habe ich das halt schon einmal durchgespielt, bevor halt das HD-Remake angekündigt wurde. Was alles ein bisschen bizarr ist, aber ich werde mir das HD-Remake auch noch irgendwann holen. Aber erstmal möchte ich mit euch irgendwann die originale Version für den GameCube erleben. Genauso sicher steht ja auch schon Twilight Princess, was selbstverständlich ist, da es mein absolutes Lieblingsprojekt ist, aber ich möchte die Qualität und den Audioumfang von meinen Projekten und so natürlich erstmal auf Maximum haben, bevor ich mein absolutes Lieblingsspiel mache. Deswegen bin ich auch noch am Hapern, ob ich Kingdom Hearts erstmal weitermache. Ich weiß nicht, ob ich es auch schon erwähnt habe, dass ich noch Super Mario World starte, müsste ich eigentlich schon erwähnt haben. Aber was bei mir auch noch hoch im Kurs ist, ist Earthbound. Die drei Mother-Teile halt im German Sub. Da freue ich mich tierisch drauf, weil ich einfach mal wissen will, wie es ist. Und wie ihr seht, ist der Part vorbei. Ich danke euch, dass ihr dabei seid und ich hoffe, dass wir uns demnächst bald wiedersehen. Dankeschön. Ciao.